Hi, hier ist Matthias von der Praxis Family. Heute geht es um die Smartwatch. Ja, hi, herzlich willkommen, liebe Freunde der Technik. Smartwatch, Smartphone, Smart Home, Smart TV, Smart alles. Ist eigentlich ganz cool, oder? So ein bisschen wie Raumschiff Enterprise. Alles kommuniziert mit jedem. Ich habe sofort immer alle Informationen parat am Handgelenk und kann am Handgelenk, so wie Michael Knight bei Knight Rider, mein Auto rufen. Hey Kid, komm bitte vor die Tür. Klingt doch alles ganz cool. Das Problem ist nur, dass wir vergessen, dass wir ein lebender Organismus sind und dass vor allen Dingen alles, was mit Funk und Strom zu tun hat, unser komplettes System stören kann. Bei den Uhren ist es wichtig zu wissen, im Vorfeld als Vorwissen, dass wir ein sogenanntes Meridiansystem haben. Das heißt, unser Körper funktioniert auf verschiedenen Informationswegen, unter anderem auf einem elektrischen Informationsweg. Und das ist die Meridiane mit den Akupunkturpunkten. Das ist mittlerweile nicht mehr östliche Philosophie und Hirngespinst, sondern es ist messbar. Meridiane sind durch bestimmte Geräte messbar. Akupunkturpunkte kann man sich kaufen, das Akupunkturtestgerät, das misst quasi die Stromunterschiede und findet durch einen Piepton oder so dann genau den Punkt, den wir suchen, also da, wo der Strom an der Oberfläche der Haut anders ist. Und das kann mittlerweile keiner mehr leugnen, das ist Wissenschaft geworden und existent. Und jetzt ist es so, dass diese Ströme, diese feinen Mikroströme, störbar sind. Unter anderem einfach nur durch Metallringe am Körper. Wenn ich also einen Ring am Finger habe oder einen Ring am Handgelenk aus Metall, ja, der das Handgelenk komplett umschließt, dann ist es so, dass ich hier unter Umständen diese feinen Ströme störe, fehlleite und das hat dann zur Folge, dass die mit diesen jeweiligen Meridianen zusammenhängenden Organe eine Schwächung erleben oder ein Overpacing, also dass sie zu viel Energie kriegen. Die Organe, die das sind, das ist Leber, das ist Herz, das ist Milz, Niere, also all unsere ganzen Organe sind irgendwie an so einen Kreis angebunden und werden durch den quasi auch energetisch versorgt. Und wenn ich jetzt über lange Strecke, also über viele Monate oder Jahre permanent diesen Kreis störe, dann kann es passieren, dass das Organ geschwächt ist und seine Arbeit nicht mehr gut machen kann, sich nicht mehr so gut entgiften kann, dass dort vielleicht eine Zellveränderung stattfindet, Mitochondrien arbeiten nicht mehr richtig und so weiter und so weiter. Bedeutet zunächst mal, es macht schon Sinn, alleine irgendwelche metallischen Armreifen wegzulassen. Jetzt kommen wir zur Uhr. Eine Uhr, auch wenn sie mit Lederband ist, wenn sie mit Batterie funktioniert, macht die Batterie einen Mikrostrom und das stört quasi direkt auch wieder diese Meridianleitbahnen. Und wenn ich jetzt eine Uhr nehme, die funkt, die also GPS-Empfang hat und Bluetooth und ans WLAN angebunden werden kann und vielleicht selber LTE-fähig ist oder noch besser 5G-fähig, dann ist das ein Wahnsinn. Denn diese Uhr am Handgelenk sorgt dafür, dass diese Meridiane ständig beeinflusst werden durch elektromagnetische Strahlung. Das heißt, es wird dauerhaft ein Störfeld sein für mein gesamtes Biosystem. Deswegen ist unser Hauptmotto, was wir sagen, wenn wir das Wort Smartwatch hören, wirf sie weg oder tausch sie um, nutze sie nicht. Da muss man jetzt unterscheiden. Wenn du die nur mal kurz anwendest, für einen kleinen Moment, ist es nicht so schlimm. Aber viele tragen sie den ganzen Tag, von früh bis abends und manchmal sogar in der Nacht, um ihre Schlaf- und REM-Phasen zu untersuchen. Und das ist tatsächlich nicht gut und nicht gesund. Es gibt hinreichend Studien, die zeigen, dass dieser ganze Funk- und Elektrosmog für den ganzen Körper ein Problem darstellt. Nicht nur für die Meridianbahnen, die gestört werden, sondern insgesamt fürs Biosystem. Und es gibt eine ganz klare Regel, dass je näher ein Handy oder funkendes Instrument, Gerät, am Körper dran ist, umso mehr exponentiell ist die Gefahr, dass es Einfluss nimmt auf unsere Zellen. Das heißt, je weiter es weg ist, umso besser. Und da zählen am Anfang Zentimeter. Und mit jedem Zentimeter weg vom Körper wird es besser. Und wenn ich es dann 3-4 Meter von mir weg habe, ist es im Grunde nicht mehr so gefährlich für mich. Aber eine Smartwatch habt ihr direkt
an der Hand, direkt am Arm. Und das ist ein Riesenproblem. Und den Arm natürlich auch nicht immer irgendwo im Raum, sondern bei euch. Ja, der Arm ist ja, der ist ja in der Nähe vom Körper. Und deswegen raten wir von Smartwatches ab, so toll es ist, so nice es sein mag, dass sich das Display auswählen lässt und dass ich direkt sehe, ja, mich ruft jemand an und so. Ist alles toll, aber führt dazu, dass unser Körper dagegen vorgehen muss und irgendwie dagegen stabilisieren muss, solange er es irgendwie kann. Und diese Energien hat er dann nicht mehr zur Verfügung, um gegen andere Themen, die uns ja auch beeinflussen, stark und stabil zu sein. Das heißt, wir sorgen mit einer Smartwatch zusätzlich dafür, dass der Körper schneller degeneriert und geschwächt wird. Ob eine Smartwatch bei dir so ein Problem auslöst, könnte man testen mit der Praxis Family Test Methode. Damit kann man sehr souverän rausfinden, wie man, ob eine Smartwatch verträglich ist oder nicht. Ich kann euch aber jetzt schon sagen, die ist nie verträglich. Genau, in dem Sinne, liebe Grüße, macht's gut, bleibt gesund und schmeißt eure Smartwatches über den Haufen. Ciao, der Matthias.